Ja, installationsfreie Programme. Ich habe im Jahr 2007 begonnen, mich mit dem auseinanderzusetzen, weil ich zufällig drauf gestoßen bin. Und das Ziel der ganzen Sammlung und der Präsentation ist, dass Interessierte zu der Nutzung hingeführt werden, dass man ihnen eine Basis legt. Da kann man dann selber weiter tun. Es gibt in Wirklichkeit viel mehr. Das habe ich bei der jetzigen Überarbeitung seit dem Frühjahr, wo ich mich bereit erklärt habe, darüber zu referieren, habe ich das bemerkt, dass da eigentlich noch viel mehr gibt, als ich schon im Jahr 8 auch in den PC News geschrieben habe. Da gibt es ja damals schon Artikel und es gab auch eine CD-ROM, die man beziehen konnte mit dem Material. Darum habe ich gar nicht geglaubt, dass das jetzt noch von Interesse ist. Die Sammlung erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es ist eine Starthilfe und hoffentlich ein brauchbares Werkzeug. Bevor ich mit dem Bericht beginne, möchte ich zeigen, wie ich das ausgeliefert habe. Das ist der letzte Stand. Das Ganze ist entstanden auch aus meiner Tätigkeit in der Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung, kurz ADV. Und das habe ich sowohl dort zur Verfügung gestellt, als auch natürlich in diesem Club, wo ich ja seit den Zeiten des Apple User Club, Apple II, Ende der 70er Jahre Mitglied bin. Ja, der Professor Weisenböck hat das damals geschupft und seit damals bin ich dabei. Aber ich konnte nicht immer so viel teilnehmen. Ja, und diese DVD, das ist jetzt bereits eine Double Layer mit fast 7 GB Belegung, beinhaltet das ganze Material, und zwar auch eine Sammlung, wo die Programme drinnen sind, die von der DVD auch startbar sind. Das garantiert nicht, dass sie vollständig arbeiten können, aber ein sehr großer Prozentsatz der Programme könnte direkt von der DVD gefahren werden. Das habe ich schon mal gebraucht, wenn ich wo zu Hilfe gerufen wäre. Der hat keinen USB-Anschluss, aber noch ein CD- oder DVD-Laufwerk. Da hat es die CD-Version gegeben und die DVD. Und dann kann man einige der Programme, die man braucht, vor Ort noch betreiben, auch wenn es sonst nicht viel geht. Und auf dem Material ist auch eine Entpacken-Batch-File drauf, mit dem man dann das ZIP, das auch hier jetzt geliefert wurde, entpacken kann auf ein Zielmedium. Das kann sein eine interne Platte, eine externe Platte, USB-Stick, SD-Kärtchen, egal was, und hat entpackt so um die 5 GB Volumen derzeit. Das ist natürlich alles gewachsen. Nicht? Ursprünglich war das alles sehr klein und ist noch auf eine CD-ROM gegangen und die Sammlung wurde größer durch Hinzunahme weiterer Quellen. Ich möchte es jetzt nur zeigen, ich schiebe jetzt diese DVD rein, wenn man es auf DVD kriegt, würde es so laufen, dass die DVD verwendet wird, um auf ein Zielverzeichnis zu entpacken. Und dann sieht man auch ganz kurz die DVD selber. Ich hoffe, er zeigt sie jetzt einmal an. Und dann starte ich den Lauf und beginne mit dem eigentlichen Bericht. Und dann sieht man dann ungefähr, wie lang es dauert auf einem brauchbar schnellen Computer. Meistens sind es 20, 30 Minuten. Bei langsamen Systemen kann es eine Stunde dauern. Das ist ganz verschieden. Ja, und jetzt werden wir den Ordner öffnen. Und das ist jetzt die DVD. Erst also die Root-Ebene. Und da ist dann auch auf der Root-Ebene sind die Vortragsdokumentationen, die auch zur Verfügung stehen, und ein ADV-6-Gebrauchshinweise. Das ADV heißt das Ganze, weil es damals ausgeliefert wurde über die ADV auch. Und das ist die Fortsetzung. Die letzte Version davor war die 5.3er aus 2012. Dann habe ich das ruhen lassen, es hat keinen Bedarf gegeben, was zu ändern für mich. Und aufgrund dieser Einladung zum Vortrag habe ich jetzt die Arbeit gemacht und habe einen Großteil dieser Programme überprüft, die Updates geholt, geschaut, ob die starten und so weiter und so weiter. Also das hat sich gezogen über einige Monate. Und jetzt kann ich sagen, ich will nichts formatieren. Und jetzt sehen Sie da eine Entpacken-Batch. Und die Gebrauchshinweise sollte man lesen. Das sind zwei Seiten, die erklären, um was da grob geht, von der Einteilung des Platzes her. Und jetzt wollen wir dieses hier entpacken. Und jetzt müssen wir noch das Ziel angeben. Und da sage ich am Computer auf das Laufwerk D. Das ist eine Datenpartition.
okay, und jetzt läuft es. Das 7Z ist auch ein Entpack-und-Pack-Programm, welches in der Sammlung mit dabei ist, was sich sehr bewährt hat bisher. Er kann auch ZIP-Format. Mit dem wurde auch das erstellt. Dieses Verzippen war zwingend notwendig, weil auf CD und DVD nicht alle Dateinamen erlaubt sind, die da auftreten. Und zwar deswegen, weil gerade bei den Office, es gibt ein Open Office und ein Libre Office, die auch beide verfügbar sind, da sind die Bäume so tief, die Namensbäume, dass er an die Grenze kommt. Darum darf man das auch nicht in ein riesiges Subverzeichnis mit einem großen Namen geben, weil dann würden die Namen abgeschnitten und dann protestiert er beim Kopieren und man verliert die Funktionsfähigkeit dieses Programmsystems, in dem das passiert. Das ist mir natürlich alles am Anfang auch passiert damals, weil naiverweise sagt man, ich kopiere dieses Verzeichnis mit der Software einfach dorthin. Und dann habe ich übergangen, Fehlermeldungen übergeht man ja, ne? Und dann habe ich festgestellt, dass das Office nicht mehr gegangen ist. Ne? Und habe ich nachgeforscht und gesehen, aha, das passiert, weil die Namen zu lang geworden sind. Es sind also zwei Aspekte, verbotene Namen von der Struktur her und zu lange Namen durch das, dass man sie in ein Unterverzeichnis stellt mit einem Namen, der in Summe den Baum zu lang macht. So, jetzt läuft es und man kann sich jetzt dem anderen zuwenden. Das ist die PowerPoint-Show. Da brauchen wir Funktionstaste 5. Dann sollte das eigentlich kommen. Ja, voilà. Und das haben wir schon eigentlich gesagt. Ich möchte ein bisschen was über mich erzählen. Viele werden mich wahrscheinlich nicht sehr gut kennen. Und haben mir gedacht, das hat einen Sinn, dass man weiß, von wo das Ganze kommt. Ich habe Nachrichtentechnik studiert von 60 bis 66. War in dem Wiener Software-Labor von Siemens, ursprünglich Wiener Schwachstromwerke. Also ab dem 60er Jahr, dann nachrichtentechnische Werke und dann erst Siemens. War immer umtauft worden, war verstaatlichter Betrieb und ist zurückgegeben worden an Siemens. Und da war ich also tätig, und zwar in der Anwendungsprogrammierung, die eine Teilzeit, und dann in der Systemprogrammierung für den Prozessrechner Serie 300. Das ist eine 24-Bit-Wortmaschine gewesen mit ersten Ansätzen eines Betriebssystems. Also eine unterbrechungsgesteuerte Wortmaschine mit 24-Bit-Wortlänge, wodurch ich auch intensiv mit dem Oktalsystem in Berührung gekommen bin, weil die Symbole, die Zeichen waren Oktalzahlen, also 3-Bit lange Symbole. Ja. Und dann bin ich von dort weg nach 4 Jahren und bin zum Schluss Gruppenleiter gewesen für eine Laborgruppe für die 300er. Und dann bin ich in die Beratung gegangen zur IBB. Da bin ich herumgeschickt worden in Europa mit dem Thema Fertigungstechnik, weil die ersten Programme, die wir geschrieben haben, waren im Zuge der Fertigungssteuerung für Telefonanlagen. Und da hat man gemeint, die verstehen dann was von dem. Und da bin ich durch die Kursmühle der IBM gedreht worden für das BIX und POMP. Das waren also die Programme für Stücklistenauflösung und Produktionsautomation. Natürlich mit Stapelverarbeitungslösungen. Hat es ja kein Telebanking oder was gegeben. Das war eben dann Anfang der 70er, 70, 71. Und bin bei Böhler zu einem großen Projekt delegiert worden für ein EDV-Rahmenkonzept des Konzerns. Und die haben uns dann abgeworben. Also der Kollege und ich, mit dem wir das gemacht haben, wurden dann übernommen und wir haben den Stab gebildet beim Vorstand, beim zuständigen Vorstandsmitglied für die EDV-Planung im Böhler Konzern, der auch weltweit tätig war und auch Werke hat, auch in Deutschland Werk hat und Überseeniederlassungen und so weiter. Und dann ist die VEW-Fusion gekommen und das hat so schlecht sich ergeben, weil ich halt weder Parteibuch hatte noch sonst was. Dann bin ich wieder in die Beratung gekommen und war dann bei der ÖGEFA zuständig eben für die EDV-Beratung. Und die Länderbank hat diese Firma gekauft und hat dann, der Vorstand hat die Liebe zu der Firma verloren, weil der Generaldirektor Dr. Ockermüller verstorben ist und dann haben die also die Firma nicht mehr mögen
und haben uns entsprechend schlecht behandelt und haben die besten Leute herausgenommen und in den Stab der Ressortleitung Organisation Datenverarbeitung verlagert. Da habe ich mitgespielt, weil mir das auf die Nerven gegangen ist. Wir waren dann plötzlich die Verkäufer unserer eigenen Leistungen und mussten also am freien Markt um Aufträge, Beratungsaufträge rennen. Und das ist nicht ganz meins. Ich bin ein Techniker. Und dementsprechend bin ich dann zur Länderbank gegangen und nach einigen Jahren habe ich ein Angebot gekriegt, bei der Niederösterreichischen Landeshypothekenbank die IT zu übernehmen, also die Informatik im engeren Sinn mit einerseits Hostsoftware und andererseits Neueinführung, lokales Netz und alles, was dazugehört, bis zum Schluss, wo ich dann in Pension gehen durfte, weil der strategische Partner Österreichische Volksbanken AG damals das Management übernommen hat und die natürlich ihre Leute mitgebracht haben. Nicht? Also der Generaldirektor ist von dort gekommen und dann hat man mir zwar nichts weggenommen, nämlich geldmäßig und positionsmäßig, aber de facto ist dann ein Umstellungsprojekt gelaufen in Richtung Rechenzentrum ARZ und die eigene EDV wurde im Prinzip liquidiert, also die Abteilung letztlich aufgelöst und ich war alt genug für Pensionierung und da haben wir uns geeinigt. Das ist die Geschichte, vor dem sich das abspielt. Ich bin auch bei berufsbezogenen Organisationen aktiv geworden, und zwar bei der Österreichischen Computergesellschaft, wo ich zufällig als damals Böhler, verstaatlichten IT-Manager, hinkommandiert wurde, weil das war eine Aktivität vom Staatssekretär Weselski, Regierung Kreisky, die haben das gegründet, damit also der Sack voll Flöhe an Vereinen, am EDV-Sektor, auf Universitäten eingefangen wird durch eine Dachorganisation. Dieses Dach wurde die Österreichische Computergesellschaft und da hat es ein paar sehr gute Veranstaltungen gegeben, sodass der Blick über den Zaun möglich wurde. Da bin ich sofort beigetreten, weil das Veranstaltungsprogramm damals sehr attraktiv war. Und bei der Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung, ja, die durfte ich noch unter Böhler, weil mein Vorstandsdirektor war nämlich ein Freund von einem Gründungsmitglied der ADV. Da habe ich den Auftrag gekriegt, sie zu unterstützen durch Raum für Vorträge und so weiter. Und die kenne ich also seit 71 ADV und bin dann auch eher Partner gewesen bei den Beratungsfirmen, habe ich dafür gesorgt, dass wir die Seminare und Kurse belegen können, weil das eine gute Organisation ist und sehr praxisbezogen und bin dann dort eingeladen worden, ab 81 im Vorstand der Landesgruppe Wien-Niederösterreich-Burgenland mitzuarbeiten und habe dort gearbeitet in der Funktion bis 2013, wo ich dann aus gesundheitlichen Gründen gebeten habe, nicht mehr tun zu müssen. Wir haben auch ein paar jüngere Vorstandsmitglieder gefunden dann in dieser Zeit. Aber ich habe immerhin halt von 81 bis 2013 das gemacht und in der Eigenschaft natürlich auch verschiedene Veranstaltungen. Es waren die 300 Abende dieser Art wie hier, also Fachpublikumsmeetings und Tagungen und Konferenzen mitorganisiert. Heute war ich zufällig auch den ganzen Tag über bei einer ADV-Tagung zum Thema E-Trust, also Identität, persönliche Identität, Sicherheit und diese Dinge. War eine nette Veranstaltung. Und ich habe in meiner Eigenschaft eben dort auch zwei Arbeitskreise am Anfang geleitet, Mikrocomputer und Software Engineering, und bis zum Schluss, also hat das dann Forum geheißen, Forum für IT-Manager. Meine eigenen Computer, ja, hat angefangen mit dem 2020, den ich schon erwähnt habe. Und dann den ersten Koffercomputer, den Osborne 1, eine Z80-Maschine, wie eine Nähmaschine, tragbare ungefähr, relativ 5 Zoll Monitor, schwarz-weiß, und zwei Diskettenlaufwerke, 5,25 Zoll zu je 90 Kilobyte und 64 Kilobyte RAM. Und man hat auf der einen Station die Software reingesteckt, geladen. Startzeit bitte für Word, nicht Word, sondern WordStar. WordStar und SuperCalc waren damals die Renner. Der hat nur 18 Sekunden gestartet. Probieren Sie es einmal mit einem kalten neuen System.
ob es in 18 ohne SSD und derartige Dinge. Ne? Also das ist gar nicht so übel. Und auf der anderen hat man die Daten verwaltet. Ne? Da habe ich eine Menge gemacht mit der Maschine, ich habe also darauf auch die Mitgliederverwaltung der ADV programmiert in DBS2. Datenbank mit 15 Relationen, also 15 Tabellen. Und immer nur zwei konnte man offen halten. Sie können sich vorstellen, wie gut das zu programmieren ist. Dann habe ich eine weitere Maschine, so wie ein Kubus, ein größerer, wo eine Wand das Display ist und das andere ist, die Tastatur wird draufgelegt sozusagen. Die Maschine war also schon wesentlich leistungsfähiger, aber es ist immer dasselbe gewesen. Transportierbare Rechner wegen Veranstaltungen und Verlagerung der Tätigkeit auch in den Garten. Und dann habe ich einen iMac 2008 bekommen, den ich vorhin für Videoschnitt und Produktion von DVDs verwendet habe. Das war der erste Rechner, der stark genug war für DVD-Authoring mit iDVD. Das ist ein sehr gutes Programm und das einzige bisher, was ich kenne, wo die Kapitelstoßstellen beim durchgehenden Abspielen überhaupt nicht merkbar sind. Alle anderen bisher verwendeten Programme, wenn man da ein Menü drüber legt, dann gibt es an den Grenzen jeweils einen kurzen Zucker bei der durchgehenden Wiedergabe des Films. Und das ist der Unterschied, beim IDVD passiert das nicht. Und dann die aktuelle Hauptmaschine von DITECH, damals ein Intel i7 mit 2,8 GHz, also 4 Kern, 8 GB RAM, das haben wir konstruiert 2010 mit dem damaligen Verkaufsberater und das sollte ein bisschen länger halten und das tut sie auch, weil ich kann nach wie vor gut arbeiten. Es gibt keine fixe Platte dabei, darum habe ich also Bilder mitgebracht. Man sieht also links oben einmal drei Einschübe. Nur einer ist angesteckt, jetzt eine Platte drinnen. Dann ist das ein Brenner, DVD-Brenner. Das ist eine Einheit für Anschlüsse, Cardreader, Firewire, eSATA. Und wieder ein Brenner, also zwei Brenner verschiedener Marken, weil nicht jeden Brenner schmeckt jede DVD. Und da hat man dann ein Backel gekauft mit Zähne und weiß nicht, was man machen soll. Dann gehe ich aufs andere Laufwerk, das hat meistens funktioniert. Und wieder drei Einschübe, wobei die drei waren immer SATA und oben waren ATA. Und von diesen ATA habe ich einen umrüsten lassen, da ist dann das irgendwie kaputt gegangen, ist einer auf SATA und zwei blieben ATA. Weil ich habe inzwischen so ungefähr an die 30 Festplatten mit dieser Art von Wechsellade. Weil das hat ja bei 160 GB angefangen und Videomaterial ist groß. Ne? Das mache ich seit 92 im Prinzip, also nur mit einfacheren Mitteln, aber seit 2010 kann ich das also ordentlich machen. Und auf der Rückseite sieht man einige Anschlüsse, da gibt es insgesamt 12 USB, 2 Anschlüsse, Firewire, 400 Firewire, 800 eSATA. Und dann ist da der Fernsehkarten drin, wo natürlich die Kabel runter sind, dass man es sieht. Und das ist die Videokarte. Ja, und das System funktioniert eigentlich bis auf eine Reparatur. Da hat man den Mittelteil, diese Anschlusseinheit, tauschen müssen. Weil der Kartenleser ist nicht mehr gegangen. Das ist getauscht worden. Und der Ventilator ist kaputt gegangen. Ja. Das war's. Und jetzt haben wir 2016 immerhin. Ne? Eine Frage. Hast du nie Kontaktfüller gehabt mit den Einschüben? Nein. Habe ich noch nie gehabt. Ich verwende das auch extern. Das heißt also mit USB-Adapter geht es dann, da kann man so eine Einschubeinheit auch verwenden, um fliegend einen Wechselrahmen hineinzustecken. Es bewährt sich alles sehr gut. Und wenn ich da jetzt vorne auf der eSATA-Schnittstelle eine SATA-Platte im Wechselrahmen anhängt mit dem Gehäuse, kriege ich 100 Megabit pro Sekunde Transferrate. Das bindet sich ein System wie nichts, ist kein Problem, weniger Probleme als bei USB-Laufwerken. Und das ist die Maschine, mit der ich also meistens arbeite, außerdem habe ich dieses Notebook, das ist ein MacBook Pro mit 8 GB RAM und 750 GB Platte mit mehreren Partitionen, wo also
Mac OS 10.7, Windows Ultimate 7 Ultimate und Ubuntu 16, alle nativ installiert sind auf Partitionen, plus eine extra Datenpartition, die in allen Betriebssystemen sichtbar ist. Und man kann es also nativ starten in diesen drei Betriebssystemen und die Daten immer in derselben Platte von allen Sichten benutzen. Man kann aber den Mac hochfahren als Mac und dann habe ich mit Hilfe von Parallels Virtualisierer, wo ich wieder virtuelle Maschinen habe für Linux und für Windows, wo natürlich die Performance geringer ist innerhalb der jeweiligen Maschinen, weil die virtuelle Maschine nimmt ja nur einen Teil des Rechners in Anspruch, also sagen wir einen Kern. Ne? Und damit kann man im Prinzip alle drei Betriebssysteme gleichzeitig betreiben. Und man hat also auch, als die anderen Betriebssystemplatten können auch Datenplatte sein für das jeweils andere, weil die sichtbar bleiben. Also das habe ich nicht selber zusammengebracht, das hat ein sehr hiefer Techniker bei MacShark zusammengebracht, aber wie der weggegangen ist, war es dann vorbei, weil da hat es einen Defekt gegeben mit der Software, einen Fehler, und dann ist Feierabend gewesen und die konnten es nicht perfekt, so wie sie mal war, wiederherstellen. Es geht noch vieles, aber leider nicht mehr alles. Aber das Ziel war, eine Universalmaschine zur Verfügung zu haben, dass man sich vollweise auf Wunsch mit Linux beschäftigen kann in der Praxis. Und auf Windows kann ich leider nicht verzichten, weil zu viele Sachen halt an das gebunden sind. Ja, das sind also Hintergründe. Wie es dazu gekommen ist, ich habe im ITM Praktika, das war so eine österreichische Elektronikzeitung, die ist leider. Funk und Film. Ja, ja. Die hat es also gegeben bis vor einigen Jahren und ich habe das abonniert gehabt und habe zufällig einen Artikel über USB 3 U3 Sticks gelesen, was kein Mensch normalerweise kennt. Das war der Versuch von SanDisk, eine neue Norm. U3 ist ja eigentlich USB dritte Generation, soll ich das andeuten. Da gibt es auch Dokumentation in der Sammlung darüber noch immer. Also sie haben jetzt in der Dokumentation einen historischen Teil auch, über die bisherigen Versionen. Man kann auch die ganze Versionsgeschichte der DVD nachlesen. Das ist mit dabei. Und da gibt es also Hinweise in der Gebrauchshinweis, wo man das findet. Und da habe ich so einen Stick gekauft und der war geteilt in eine kleine Partition, die als CD-ROM erkannt wird. Und da drin ist eine Basissoftware, mit der man eine Anmeldung für die zweite Partition machen kann. Man kann das Ganze auch abschalten. Aber wenn man es sinngemäß einsetzt, dann hat man damit einen Schutz der zweiten Hälfte oder des Großteils von dem Stick, weil die Partition ist ja vorher nur 300 MB oder sowas und der Rest ist frei. Der erste, den ich hatte, war einer mit 2, dann kam einer mit 4 und einer mit 8 GB, wie heute die Daten gewachsen sind. Da konnte man das also mithaben. Und ich habe zum Beispiel auch mit dem Thunderbird dort meine Mails hingebracht, wobei ich zuerst mit dem Thunderbird reingehen musste, weil wenn ich es abgeholt habe mit dem Outlook, dann war es für Thunderbird unsichtbar. Warum? Nicht mich fragen. Aber es war die Praxis. Jedenfalls war das sehr praktisch. Nur leider, ab Windows 7, das war also XP-Ära, ab Windows 7 hat es dann immer mehr Probleme gegeben, beim Anstecken und Hochfahren, da hat es lang gedauert, bis man überhaupt reinkommen ist. Da verliert man dann die Freude dran. Und außerdem wurde es 2012, glaube ich, steht eh in der Dokumentation, dieser Normversuch abgekündigt, obwohl das eine super Sache gewesen wäre. Aber es war leider so. Und auf diesem Stick wurde auch installationsfreie Software von der Sammlung Portable Apps mitgeliefert und das war die Wurzel und da habe ich gesehen, das kann man auch getrennt behandeln und das habe ich dann verlagert am Rechner und auf die Art habe ich das gelernt und habe dann eben andere Sammlung auch noch gefunden, also bei Portable Apps habe ich dann mehr geholt, das hat auch ein Menüsystem und dann ist eine Sammlung aufgetaucht im PC-Magazin, was ich abonniert hatte, wurde es angeboten 2011 und das ist jetzt der Großteil der Programme, ist auch in der Übersicht markiert, was von wo stammt.
Und ich habe also einige auch extra gefunden, freistehend, und das ist der erste Teil der Sammlung. Also Sie haben in der Sammlung drei Teile. Ich habe einen Anwenderstandpunkt immer eingenommen, seit ich nicht mehr in der Systemprogrammierung war. Wie gesagt, ich bin ja kein richtiger EDV-Mann mehr, sondern ich bin ins Management geraten, Organisation, EDV-Management, Beratung, Auswahlberatung, Computereinkauf und solche Dinge. Aber ich habe natürlich immer noch eine Verbundenheit gehabt. Ich habe deswegen auch diese Mitgliederverwaltung programmiert für die ADV Anfang 80, also von 82 bis 84. Mit Prototyping, mit Programmgeneratoren habe ich eingedeutscht, indem ich also im Objektcode direkt die Strings mal gesucht habe und die Strings passend ersetzt habe durch deutsche Wörter. Und damit habe ich dann diese Applikation aufgebaut, Bildschirm- und Menügenerator. Ne? Und zwar am Osborne 1, ja? Am Osborne 1 mit TBS 2. Und dann habe ich noch einmal Gelegenheit gehabt für einen Verband mit 160 Teilvereinen, mit 18.000 Mitgliedern in Summe, eine Lösung zu machen. Das haben wir geschrieben, habe ich geschrieben in COBOL mit 5 Handbüchern verschiedener Hersteller daneben, damit das portabel ist. Das ist auf einer Porus 2700 eingesetzt worden, rechenzentrumsmäßig bei Porus, bei der Stadthalle, haben die das Büro gehabt. Und das wurde dann auf einen Siemens-Rechner portiert und dann auf ein IBM. Und das hat alles funktioniert, im Source-Code genommen, haben das kompiliert. Eine Bandlösung, das hat es ja nichts gegeben sonst damals, aber eine Header-Trailer-Struktur, wo eine Person als Person war und dann alle Mitgliedschaften, mehrfach Mitgliedschaften und alles gelöst. Ja. Und natürlich auch dann entsprechende Auswertungen dazu. Das waren also meine Programmieraktivitäten dann nach der Zeit bei Siemens. Ja, die Zusammenstellung, die Sie bekommen, ist also unmittelbar verwendbar. Es ist klar, warum. Man ist unabhängig, man hat das mit, entweder auf Stick, externer Platte oder Kärtchen, und kann mit diesen Programmen auf einen Rechner, wo man es überhaupt anschließen kann, sofort arbeiten, wenn es ein Windows ist, von XP bis Windows 10. Im Allgemeinen überdeckt es das, ich habe nichts gefunden. Ich habe, also muss ich jetzt sagen, bei dieser Renovierung den Schwerpunkt aufs 64-Bit gehabt. Das möge ich mir entschuldigen, wenn jemand also 32-Bit-System hat, kann er schlimmstenfalls das sich holen müssen, weil wenn es ein 64-Bit-Programm gibt, gibt es sicher die 32-Bit-Version auch. Aber ich bin eben, bei mir hat er mir gleich einmal nur die 64er geschickt, weil das System gesehen hat, das ist ein 64-Bit-Maschine. Aber das ist nicht sehr verbreitet. Ja, dann entlastet es natürlich das Betriebssystem. Das ist nichts Illegales und ich habe ja nie ganz verstanden, warum man im Windows die Programme hineinmanschen muss ins Betriebssystem. Das hat es ja nicht gegeben zur Zeit, wie ich EDV angefangen habe, hat man eine klare Trennung gehabt. Daten, Grundprogramme, wenn überhaupt Betriebssystem. Und aus und getrennt, Applikationen strikt getrennt von allen Daten und auch nichts über die Applikation tiefer hineingewurzelt ins Betriebssystem wie in eine Registry. Dass das nämlich in Wahrheit nicht wirklich notwendig ist und performancemäßig nicht gar so viel bringt, beweisen die Programme. Weil die komplette Office-Suite, die es gibt, in der Form OpenOffice und die spätere Abspaltung LibreOffice, da gibt es nichts im Betriebssystem und es funktioniert genauso für einen User. Also ich verstehe nicht, dass man Programme machen muss, die sich im Betriebssystem so bemerkbar machen, dass man es nicht einmal mehr rauskriegt. Wenn man's, ich habe das auch probiert, es ist nicht möglich, bei den meisten Windows-Sachen nicht möglich, sie sauber zu deinstallieren. Selbst wenn eine Installationsroutine dabei ist, da bleibt so viel Mist drinnen. Ich habe das einmal analysiert anhand eines Brennprogramms von Nero. Da sind wir von 2700 Dateien, 1100 noch immer drin geblieben nach der Deinstallation. Also braucht man nicht drüber reden, was das System versaut. Ja, verschiedene Windows-Versionen können verwendet werden. An fremden Systemen kann man hingehen, wenn man was zum Anstecken hat. Also, und das ist möglich. Bei dem System hat man seinen Set an Software, und den man kennt, dabei und ist nicht darauf angewiesen, was der zufällig installiert hat. Und man kann beliebig viele Computer legal ausrüsten, im privaten Bereich jedenfalls. Ich bin also öfter gefragt worden, du, meine Tochter,
die studiert jetzt, die hat einen Laptop gekriegt, wie machen wir das mit der Software? Entweder aus der Firma bringen, sprich stellen, weil theoretisch brauchten sie ja, wenn sie jetzt virtuelle Maschinen betreiben, bräuchten sie für jede Instanz legalerweise eine Lizenz, ne? Wie das heißt. Und zwar bei den Programmen, so wie beim Betriebssystem. Und das macht normal keiner. Und warum soll man sie mit diesen Dingen überhaupt in Schwierigkeiten bringen, potenziell, wenn es auf die Art auch geht? Und es gibt faktisch in der Sammlung alles, was der typische Normalverbraucher braucht, sogar bis zum Videoschnitt hin, wenn man mit diesen Funktionen das Auslangen findet. Also auch DVD-Ausfuhrring habe ich schon ausprobiert, hat bei mir nur eine Marke gehabt, sodass ich es dann doch nicht eingesetzt habe, aber es funktioniert. Ja, und das ist mir jetzt öfter passiert, die Maschine ist zusammengebrochen oder kauft eine Maschine nackt mit Windows und sagt, was machen wir jetzt? Ne? Und da kriegt er von mir in 20 Minuten das drauf kopiert und eine Anleitung, eine Einweisung und dann soll er mal schauen. Ne? Außerdem habe ich dieses Mal die Dokumentation stark erweitert. Basis war dann PC News, installationsfreie Programme, das war der Artikel, das ist auch alles drauf. Ich werde die Verzeichnisse gleich zeigen. Die Philosophie ist, Anwendungen strikt getrennt von der Betriebssoftware und am System will ich auch nichts verändern, wenn es irgendwie geht. Das U3 habe ich schon erzählt, dann hat es die PC gegeben für die Leser von PC News damals. Und die neue, da habe ich die Unterlagen gesichtet, überarbeitet und nur wenige Programme aus dem, da habe ich doch geschrieben, aber so wenige waren es nicht, also ich schätze an die 40 Programme von den 250 oder 70, die das sind, habe ich also schon detaillierter behandelt. Das gibt die drei Gruppen, direkt über Batch-Datei aufrufbar, Menüsystem, Portable Applications und Menüsystem RSUID, Sammlung LupoSuit, das war von PC Magazin, diese erste zur Verfügung gestellte Sammlung. Einzelprogramme haben je die Kommandodatei unabhängig vom Laufwerksbuchstaben, das heißt die Patches habe ich gemacht, das ist ja am Anfang mit einem Punkt, Backslash, und dann nimmt er das augenblickliche Verzeichnis, also die augenblicklichen Laufwerksbuchstaben und man kann mit dem wirklich wandern und es ist wurscht, auf welchem Medium, mit welchen Laufwerksbuchstaben man dieses Verzeichnis platziert, die ganze Sammlung. Das ist auch sehr wichtig natürlich. Und das habe ich eben jetzt im Frühjahr und Sommer aktualisiert. Bei den Portable Applications, das ist sicher die bekannteste Form, gibt es primär in Englisch natürlich, gibt es aber auch eine deutsche Schiene, die nur schwer zu betreten und zu halten ist, wenn man da rutscht man immer wieder ins Englische rüber. Aber ich habe es auch geschafft, von dort zum Teil deutsche Versionen zu bekommen. Und viele Programme sind multilingual und erlauben eine Einstellung der Sprache. Also bitte. Wo heben sich denn die Programme dann die Einstellungen auf? In sich. Im eigenen Verzeichnis. Jedes Programm ist in einem Container in Form eines Verzeichnisses und da drin ist alles. Ja, das sind die Innendateien oder was immer drin. Ja, ja. Und ja, da kann man ja das einmal herzeigen auch. Ich hoffe, das funktioniert. Na? Muss ich mit. Ja, passt eh schon. Das ist also jetzt eigentlich der Link, ja. Und da habe ich eben bewusst den Deutschen hergenommen. Ne? Und da sieht man also, da gibt es so Gruppen, wobei ich sagen muss, die Gruppeneinteilungen sind natürlich wahlfrei, macht auch jede Sammlung anders. Also ich habe deswegen von mir aus keine Gruppe definiert, aber das hat der Kollege Fierler wunderbar gemacht. Und ist ausgegangen von einem der Vorschläge und hat es dann reingegeben. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, ich finde deswegen das unter Umständen auch nicht leichter. Es ist auch bei den größeren Menüs nicht ganz so einfach zu wissen, wo man was findet, weil es so viel ist. Und das geht halt dahin, da gibt es also hunderte Programme und Themen. Und da habe ich jetzt einen Bruchteil davon. Bitte? Betriebssysteme war auch dabei.
Da stieg ich zum Türen. Nein. Weiter. Glaube ich nicht. Ja, okay. Aber bitte 7, nicht? Also OS 7 ist schon lang nicht mehr. Nicht? Also doch historisch. Nicht? Es gibt auch Sammlungen für Linux, zu dem kommen wir noch. Benutze ich aber wenig, weil ich also damit sehr wenig mache. Und es gibt auch ein bisschen was für einen Mac, aber ganz wenig. Aber finden sich da drinnen auch Textprogramme? Ja, Textverarbeitung. Es ist so, das AbiWord, glaube ich, heißt es. Das ist sogar von der DVD direkt fahrbar. Ist ein durchaus brauchbares Ganze. Ich probiert meine, ich verwende als private Norm die Doc-Files noch immer. Mit DocX hat es am Anfang Schwierigkeiten gegeben bei den Office-Sammlungen. Vor allem, also man hat schon lesen können, aber die Formatierungen haben nicht mehr gepasst. Also Randeinstellungen und so Scherze. Also wenn man das Dokument ein bisschen gestaltet hat, war das bei der Übernahme vom installationsfreien Programm letztlich weg. Ich habe mich dann nicht getraut, ändern und zurückschicken, weil dann wäre es für die anderen bitter gewesen. Aber ich habe das an mir experimentiert in meiner Tätigkeit als ADV-Vorstand, weil die nehmen ja keine Rücksicht, die anderen. Die schicken einem dann sofort die neuesten Formate. Und ich habe immer versucht, ohne das Microsoft-Programm auszukommen, was meistens gelungen ist. Als Nothilfe habe ich im Hintergrund auf einer virtuellen Maschine Office 2007 installiert. Aber das habe ich sehr selten gebraucht. Ich habe mich auch mit dem Thema Virtualisierung beschäftigt und betreibe auch verschiedene Virtualisierungsumgebungen auf den Maschinen. Also schon auch am iMac, da ist es von VMware, die Version für ein iMac, funktioniert auch sehr gut. Man kann also dann, wenn man den ins Mac OS startet, dann dort eben eine Windows-Maschine aufrufen und auch nativ wieder. Das ist das Bootcamp-Verfahren von Apple. Die können also, die stellen die Treiber zur Verfügung, dass man Windows legal installieren kann in einer Partition, die auch isoliert nativ gestartet werden kann. Dann ist die Maschine auch richtig, wirklich eine Windows-Maschine, so wie jetzt hier. Ich habe also jetzt den MacBook Pro gestartet als Windows-Maschine mit Windows Ultimate, Windows 7 Ultimate. Der Nachteil bei dem Ganzen ist, hat sich herausgestellt, dass die Tastatur-Layouts ein Wahnsinn sind beim Apple im Vergleich zu dem, da bricht man sich die Finger mit Windows. Das mäßigt die Freude, die Maschine mit Windows zu betreiben. Ja, also das ist ein bisschen ein Eindruck davon, was also da am Markt ist, und Englisch gibt es natürlich noch viel mehr. Dann schauen wir wieder zurück zur Präsentation. Ja, da sind wir auch schon bei der nächsten. Die PC Magazin Suite aus dem Jahr 2011, ich glaube im November ist es erschienen, ist also auf der Lupopen Suite basierend. Und die wieder verwenden die E-Suite-Menü-Logik. Also das sind zwei Stufen. Das eine ist die Programmsammlung. Und da ist man darauf angewiesen, dass die Programme multilingual sind. Und da geht es wieder so dahin. Ne? Da gibt es also Hunderte. Ne? Und da kann man, da ist vielleicht hilfreich, diese, man sieht aber, das ist eine ganz andere Einteilung. Und bei einer anderen Sammlung, die ich dann nachher noch entdeckt habe, die ich aber nicht übernommen habe, ist noch mehr an Gruppen. Also das ist waldfrei, da weiß man dann nie, wo man was finden wird. Man kann raten, in welcher Kategorie könnte das Gewünschte sein. Aber das ist einmal die Basis. Und dann hat man die Menüsystemsoftware, die hat nicht immer funktioniert, der Aufruf. Da habe ich schon Sorge gehabt, dass ich mich blamier. Aber jetzt geht's wieder. Aber an einem schönen Sonntag hat das Ding gesagt, die Seiten gibt es nicht und so weiter. Also vielleicht war der Server gerade offline. Ne? Und das ist ja also die Grundstruktur, und dazu gibt es dann Software.
Ja, da kann man verschiedene Versionen downloaden im Endeffekt. Ja, also auch das unterliegt einer Entwicklung. Ich habe bei der Portable Applications Sammlung habe ich insgesamt Ihnen 3 Aufrufe hineingestellt, die ich dann zeigen werde. Die Zusammenstellung war auf CD ursprünglich und dann auf DVD. Und es ist der Begriff Installation ist eine dehnbare Angelegenheit. Es ist natürlich richtig zu sagen, ich installiere, wenn ich etwas betriebsfertig hinstelle. Das ist aber nicht zu verwechseln mit Installieren im Sinn von Windows, wo man eine Software ins Betriebssystem reinmanscht, die Registry verändert und das nie wieder rauskriegt. Das sind zwei Paar Schuhe. Wenn jetzt aber die Hersteller von diesen Produkten sagen, auch installieren, aber damit meinen sie also das, was ich unter Entpacken bezeichnet habe, dass ich das auseinanderfalte und betriebsfertige Verzeichnisse einrichte. Wie hast du das gemanagt, wenn du OpenOffice oder LibreOffice hast und du hast ein Doc-File irgendwo liegen, dass du mit Doppelklicken dieses File öffnen kannst? Ja, das ist gelöst. Das habe ich auch da beim PowerPoint. Das ist auf der Maschine ist ja kein Microsoft Office drauf, sondern das Impress wird genauso verknüpft wie sonst auch. Also rechte Maustaste, öffnen mit, durchsuchen, hinnavigieren auf das Exe-File und Klick. Also da hast du mit direkt ganz normal. Ja, aber nicht in dem Sinn, dass er einen Daten reingegeben hat. Nur im Bereich der File Associations. Ja, also, aber das muss man aber nicht machen. Ja? Man kann es auch mit Hand. Man muss nicht automatisch. Man kann es im LibreOffice den Open-Dialog nehmen und dann so hin navigieren und sagen, dass es richtig öffnet ist. Zu Fuß. Ja, also man muss nicht integrieren. Ne? Aber diese Art von Integration, glaube ich, kann man genehmigen. Ne? Das heißt, das mache ich aber auch nicht bei allen Programmen. Aber ja, bei manchen habe ich es gemacht. Wenn man es häufig verwendet. Bitte? Wenn man oft braucht, dann ist es praktisch. Genau. Das Problem ist nur, dass du, wenn du das auf die Weise verknüpfen willst, dass du dann den Pfad zum Exe-File finden musst. Dort, wo es liegt, und dann kannst du es verknüpfen. Na, ich weiß, wenn das zum Beispiel auf einem USB-Stick drauf ist und du nimmst den USB-Stick weg, existiert die Verknüpfung natürlich immer noch im System. Da mache ich das ja nur bei meinen Einsatzsammlungen, die natürlich auf einer permanent verfügbaren Festplatte sind, und zwar entweder auf der Systemplatte oder auf der ersten Datenplatte, die auch immer mit im System ist. Weil ich ja die personenbezogenen Teile, also die User-Verzeichnisse, die das Windows hat, die verlege ich sofort auf eine Datenplatte, weil die Datenplatte wird anders gesichert wie das System. Und das System wird mit Imaging gepflegt, also Systemabbilder und so weiter, und der Rest auf andere Ort. Und ich möchte also eben Daten raus aus dem Betriebssystem, raus aus der Systemplatte. Das ist die Devise. Und lediglich bei diesem Programmverzeichnis ist es eine Geschmackssache, weil natürlich sind es Programme und gehören von der Logik eigentlich auf die Systemplatte. Ne? Aber ich mache es so, wie ich es glaube, oder wenn ich verschiedene Versionen der Sammlung habe, ist ja wurscht, die haben eigene Verzeichnisnamen, die kann man nebeneinander reinkopieren. Ne? Passiert gar nichts. Ja. Und der Begriff Installation bei Portable Applications besonders, da gibt es nämlich als Lieferverpackung ein PAF-File. Das ist ein Spezialformat von Portable Applications und das kann man entfalten und ins Menü integrieren. Aber rauskommen dort immer ein Unterverzeichnis mit Programmnamen und drinnen sind ein paar Sachen, die er braucht, Unterverzeichnisse wieder und diverse Steuerdateien und ein Exe-File dieses Namens. Und wenn man dort doppelt draufklickt, fährt das auch. Ist das ein gepackter Container, das PAF? Das weiß ich nicht, was es technisch ist. Also. Ich weiß nur, dass man mit dem nichts anderes anfangen kann, als es entpacken, im Sinn von, wie die sagen, installieren. Darum installieren ist mehrdeutig. Portable ist auch mehrdeutig, weil als alter EDV-Mann, Portable, haben wir gesagt, ist ein Programm, wenn man es auf verschiedene Betriebssysteme bringen kann, zum Beispiel indem man den Source Code neu kompiliert. Und das ist wieder was anderes, als wir hier meinen. Und UFB-Programm. Man kann es überall hintragen.
Aber USB-Programme ist auch ein bisschen zu eng, weil jetzt kriegt ihr es auf ein SD-Kärtchen und es ist kein USB. Ja, also stimmen tut eigentlich installationsfrei im Sinn der Windows-Installation. Kennst du den deutschen Ausdruck Sofortstartprogramm? Das sind deutschen Computer, ja, meine ja, aha. Ja, danke. Sofortstartprogramm. No, ist auch eine Lösung. Ja. Dokumentation. Eigentlich sollten alle hier die Sachen benutzen können, ohne dass wir Fragen brauchen. Und daher habe ich einiges investiert in die Dokumentation. Und der Baum der Dokumentation ist parallel aufgebaut zum Baum der Programme. Und wenn man Glück hat, findet man zum gewünschten Programm da drin auch ein Verzeichnis dieses Namens. Ich habe nicht alle lückenlos, das war mir zu viel, also wir müssen 270 Dokumentationen bauen, weil standardmäßig gibt es oft nichts. Dann mache ich das so, vom Heise Download oder Chip-Zeitschrift Download, die Aufrufseite enthält immer auch eine Erklärung, was das Programm kann. Und dann mache ich aus dem PDF-Dokument und stelle es als Dokumentation zur Verfügung. Da kann man sich ein bisschen orientieren, was das Ding macht. In dem Sinn ist es zu verstehen. Es gibt aber auch Handbücher. Für GIMP 2.4 habe ich ein Handbuch mit 700 Seiten gefunden, was auch in einem Verzeichnis ist, weil so weit weg wird es von den späteren Versionen auch nicht gerade sein. Ja? Also das gibt es auch, dass man sowas findet. Aber das heißt ganz anders und das hätte ich auf normale Art nie gefunden. Ja, und das haben wir schon gesagt, bitte lesen die Gebrauchshinweise. Da sollte es klar sein, Verzeihung, jetzt war ich zu schnell. So, noch einmal. Direkt von der DVD starten kann man einige und dann gibt es Programmaufrufe. Und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir eigentlich was praktisch machen sollten. Ja, bitte. Sind die Dateitransfers transparent für lokale Virenscanner oder braucht man einen eigenen? Wie ist das jetzt gemeint, Dateitransfer? Du meinst, dass der Scanner das liest, wenn es in den Memory geladen wird, dann macht er das, weil es wird in den Memory geladen. Transport gezeigt. Ja, also es hat verschlüsselte Transporte auch geben, nicht? Die herumgehen um das Ganze. Nein, es ist nichts. Es ist ganz, ganz normal. Es hat zum Beispiel der Symantec hat bei der IBM meine CD, die ich dem Verkäufer mitgebracht habe, freundlicherweise, weil er gefragt hat, wie man damit geht, hat er reingesteckt und da ist protestiert worden gegen Burn ISO. Dann habe ich also versucht, das zu klären und hat sich herausgestellt, dass das eine bekannte Fehlmeldung ist, wo also der Symantec Virenscanner falsch erkennt. Und da habe ich mühsam mich bis zur Support von denen durchgekämpft nach Griechenland, ist dort einer gesessen plötzlich, der Bescheid wusste und gesagt hat, ja, das kennen wir eh, soll man sich nicht aufregen drüber. Ja, ist so. So etwas kann vorkommen. Also ich habe mit drei verschiedenen Virenscan-Systemen, es gibt übrigens auch Virenscan-Programme dabei, wo man sich aber halt dann die neuesten Signaturen runterladen muss. Sie sind alle vorhanden hier, funktionierten auch, aber natürlich, ich kann nicht bis heute das aktualisieren. Das habe ich dann praktisch auf dem Stand lassen, wie ich getestet habe, ob es läuft. Funktioniert hat es, nur sind die Elends langsam, funktionieren aber. Also wenn man eine zweite Meinung will oder ich komme zu einer Maschine und will Viren scannen und ich habe dort eine Internetverbindung und kann ein Update machen für die Signaturen, dann habe ich gute Möglichkeiten, bei viel Zeit das rennen zu lassen und zum Schluss eine Auskunft zu kriegen, ob dieses Produkt der Meinung ist, das okay. Weil die Produkte sind verschiedener Meinung. Wir haben das ja in der Bank auch gehabt. Wir haben mehrere Virenscan-Systeme gehabt damals. Nur die späteren, die jüngeren, haben sich gegenseitig auch totgebissen. Ne? Da konnte man nicht einen, da konnte man immer nur einen, weil die ja so tief ins System gehen, dass die sich gegenseitig killen. Und dann ist es hilfreich, noch eine weitere Meinung oder eine dritte Meinung in Form installationsfreier Software zu haben. Und man sieht, wollen auch anpassen? Nichts.
Man sieht also, was ist da passiert. Also das ist fertig geworden, wir haben nicht geschaut eigentlich wann, aber jedenfalls hat er das gemacht, gibt leider keine Zeit bekannt. Jetzt sollte eigentlich auf der D-Platte, die habe ich eh schon aufgeschlagen, sollte es ein ADV-6 auch geben. Ne? Und wieso nicht? Schauen wir mal. Da ist eh, da ist. Ah, 6, ja. Na, die 5er habe ich auch drauf, weil es schon länger gebildet, das hat es eben noch nicht 6 gegeben. Und da ist es so, jetzt kenne ich mich nicht aus, was da ist, also das ist umsortiert worden, naja. So ist man sympathischer. Und da hat man also Verzeichnisse, kann man es gut lesen? Ja. Für die hinten, ich bevorzuge es, dass man was lesen kann. Das ist auch ein Produkt. Ja, die Magnifier, ein Programm aus der Sammlung Portable Applications. Und da sieht man also die Verzeichnisse. Der ZIP ist immer ganz vorn, wenn man den braucht hat, auch zum Entpacken. Dann gibt es Dokumentation und dann installationsfreie Programme, das ist sozusagen die von Handsammlung, die dann mit den nachfolgenden Patches gestartet wird. Portable Apps und Portable Apps Root, das sind zwei Generationen von Portable Apps, wo es verschiedene Menüsysteme gegeben hat, die anders arbeiten. Da musste ich das machen, ist am Anfang verwirrend, aber dafür kann man sich das alles auch anschauen. Und im S-Verzeichnis, S steht bei mir immer für Software, sind aber andere Dienstfunktionen drinnen, die installiert werden müssen. Sind nicht installationsfrei, aber die sind vielleicht ganz hilfreich, wir kommen noch dazu. Dann hat man die Gebrauchshinweise und dann geht es mit dem CD-Burner los, das ist ein Brennprogramm. Und dann bei dem Crystal Disk Mark 32 ist 32-Bit und das 64 ist 64-Bit. Da habe ich es explizit in die Finger gekriegt. Tip-Burner, dann ist Emisoft ist ein Virenscanner. Everest Start ist ein altes Systemanalyseprogramm. Floppy Image, man kann also Floppy Disks als Image ablegen, wenn man will. Hat für Floppy Disk ein Image, damit man das also auch auf Platte speichern kann. Ne? Und HD Speed und HD Tune, das sind Messprogramme für Festplattengeschwindigkeit. Image Burn, das ist ein bevorzugtes Brennprogramm, wo ich also sowohl Images von DVDs machen kann, als auch Images auf DVD brennen. Und so ein ISO-Image zum Beispiel kann man mit dem brennen und das ISO-Image ist auf dem Kärtchen mit drauf, von der DVD, die wir jetzt da im Laufwerk haben. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich glaube, ich habe das Image-Burner mal verwendet als Installable-Version, aber es gibt von vielen Programmen auch die Portable-Version. Ja, mir ist auch ist aufgefallen, richtig, ja. Der Notepad Plus zum Beispiel, den hat er als Portable drauf auf der Sammlung, aber den gibt es als Installable-Version auch. Also es gibt beides. Ja, und im Zweifelsfall bevorzuge ich die installationsfrei. Nur ist es natürlich so, zum Beispiel in anderen Betriebssystemen gibt es das vielleicht nicht. Und einige dieser Programme gibt es auch unter Linux. Oder sogar am Mac, zum Beispiel VLC, der bekannte Media-Abspieler. In allen drei native, ja, installierbar. Aber ich habe da auch mehrere Versionen installationsfrei. Beim VLC ist es so, ich habe viel mit DVDs zu tun, die ich produziere. Also in einigen Jahren war das im Jahr ungefähr 30 Produktionen. Und da habe ich dann immer das Board, also installationsfreie Software zum Abspielen mitgeliefert. Da hat sich auf einer alten Maschine herausgestellt, dass der Windows Media Player krepiert, weil der das nicht geschafft hat von der Leistung eines alten XP-Rechners. Und der VLC hat das abgespielt wie ein Glöckerl. Und das ist auf der DVD drauf und von dort direkt aufrufbar installationsfrei einzusetzen. Nicht? Und dann hat es aber Filme gegeben, da hat er mir von einem Kapitel plötzlich Breitformat gemacht, kein Mensch kann sagen warum, ich habe nichts getan, nichts Böses, aber eine andere Version, nämlich die ältere vom selben, hat es richtig abgespielt. Darum liefere ich also drei oder vier Versionen VLC,
installationsfrei auf meinen Hybrid-DVDs mit. Das sind DVDs, die sich als normale DVD benehmen, aber gleichzeitig auch Daten beinhalten, sprich Programme, Dokumentation. Und die kann man also normal als Datenträger anschauen oder man schiebt es ein und die spielen auch in einem gewöhnlichen, dummen DVD-Player, Unterhaltungselektronik. Weil das eben als DVD-ROM, DVD-Type gebrannt wird, aber das ist nur ordentlich gegangen mit Nero. Also Nero 6, Nero 8 und jetzt Nero 10 habe ich die Suite mal gekauft, Multimedia Suite damals, und noch nicht ändern müssen. Bisher geht das alles. Ja. Ja, und da sieht man also diese drei Menüstarts. Das 1.0 ist jenes Menü, was auf dem U3-Stick war. Das 1.6 ist das dem ähnlichste Menü neueren Datums und hat aber andere Zugangslogik zu seinen Programmen. Darum gibt es da verschiedene Verzeichnisse. Und das letzte ist die neueste Version, die zu finden war. Da habe ich aber meine Schwierigkeiten gehabt, ein bisschen. Und dann hat man, hoppala, jetzt habe ich das. Wieso ist das jetzt größer geworden? Das wollte ich ja nicht. Macht nichts. Dasselbe noch einmal. So, jetzt. Hoppala. Das habe ich noch nicht erlebt, ja. Es macht nichts. Und jetzt hat man hier die PC Magazin Suite als nächstes. Das sind natürlich jetzt, das ist ein Page-File, welches eigentlich nur dorthin geht, auf das Menüsystem, das startet, damit man in die Menüs kommt. So wie auch Menü-Applications. Während die anderen oben, die Start-Pages, die sind also direkt auf das Programm, welches oben in einem Verzeichnis ist, und zwar unter installationsfreie Programme. Da sieht man die Programme. Da sind die Programme leicht erkennbar. Und wenn man in so ein Verzeichnis hineingeht, der ISO-Buster ist also zum Untersuchen von DVDs gut geeignet, da sieht man dann also die Anwendung, und wenn ich die da anklicke, doppelt, hat das genommen? Ja, da unten kommt schon was, da beschwert er sich, dass das Programm sich da breit machen will. Und jetzt schaut der ISO-Buster sich an, was er im Laufwerk findet zum Beispiel. Der ist ebenfalls schon in Arbeit. Ich will aber nicht ein Update machen, das sind die, die das überprüfen. Und da sieht man also die Hierarchie, was da drauf ist. Ne? Und man kann also da auch bei kaputten DVDs kann man noch das, was zum Sehen ist, exportieren und so. Da gibt es auch eine Profi-Version davon, aber bisher hat das für mich gereicht. Wenn ich so wissen will, was ist drauf, weil es normal nicht mehr anzeigt, dann kann man mit dem eine Chance haben, was herunterzuholen. Also eine der praktischen Anwendungen. Ja, und jetzt müssen wir da wieder zurück. Natürlich kann man nur punktuell Programme zeigen. Und da kann man jetzt zeigen, wie ich da starten kann. Das ist einmal diese Art vom Menü. Und da habe ich jetzt nur drei Programme drinnen. Das Wien Merge ist ja ein Vergleichsprogramm zwischen Verzeichnissen. Das stammt aus der Programmierung, wo man Source Codes vergleichen kann und die Differenzzeilen herausholen. Das kann man aber auch zum Dokumentvergleich verwenden, wenn es also Textfiles sind, oder aus einem zweifelhaften Word-Dokument, das als Text exportiert wird und der nackte Text verglichen wird. Dann hat man zwar die Formatierung auch nicht verglichen, aber den textlichen Inhalt. Also das ist das WinMerge. Da könnte man also dann sagen, was ist links, was ist rechts, und der Schirm teilt sich und man hat die beiden Vergleichsobjekte nebeneinander. Das hat sich also zum Teil ganz gut bewährt. Und dann gibt es also das andere, und dieses Menü ist dem verwandt, da sind jetzt alle drinnen, die ich geliefert habe. Im Unterschied zum vorigen, also diese Punkte hier funktionieren nicht. Warum, weiß ich nicht. Die funktionieren bei der ältesten Fassung. Nicht mich fragen, warum. Also durchsuchen, das geht wieder.
und dann schaltet sie das Menü weg, bleibt da unten mit dem Symbol oder schlimmstenfalls in der Sammlung da mit dem Dreieckerl, da sieht man es auch und da sieht man, dass schon zwei Menüversionen also gestartet sind. Ne? Drei Instanzen schon. Ne? Und das ist, da kann man sich ein bisschen vertun auch natürlich. Aber das kann man natürlich da dann löschen, indem man dann das aufruft, rechts unten Löschsymbol. Und da das war das Erste. Ne? Und das Komische ist, dass da das funktioniert, Dokuments. Wobei, diese Verzeichnisse sind innerhalb des Programmverzeichnisses, also alles benannt. Und da kann, das sind die User-Verzeichnisse für das Programm, wo man theoretisch auf die Art einfach hinkommen soll. Ja? Und dann ist vielleicht ganz von Interesse, wenn wir einen Blick auf die, jetzt war ich zu weit zurück, so, und da gibt es ein Verzeichnis, Dokumentation, und da drunter gibt es ja wieder Verzeichnisse, und zwar als Zugabe die ganzen ADV-Mitteilungen von 2000 bis 2016 Nummer 4 als PDF, weil ich das auch unter dem Titel ADV ursprünglich zusammengestellt habe, das habe ich aktualisiert, es gibt nichts Neueres noch. Ja, das ist im Internet abrufbar, jederzeit, wenn man will. Ach so, das heißt, und, das ist frei. Und da drinnen sind also meine eigenen Vorkommnisse in dem Ganzen. Ja. Und da kann man, wenn man will, das anschauen im Original, nicht? Weil die Nummer ist original gespeichert. Und dann gibt es das PC News, der Artikel, die sind live direkt aufrufbar mit einem Namen versehen, der vielleicht andeutet, um was es geht. Die kann man sich auch so anschauen. Wir haben da mal mit Internet-Mail-Providern einen Krieg geführt und dann haben wir Umfrage gemacht als ADV und haben denen um die Ohren gehauen, dass keine Virenscanner machen in der Mail und so weiter. Es hat sich dann ein Jahr später gebessert, da dann UPC hat dann Virenscan eingeführt, ein Jahr später. Also da war eine Umfrage, da haben wir einen standardisierten Fragebogen gehabt, haben die Leute gequält, uns das auszufüllen und haben verglichen, wo stehen wir im Virenschutz in der Mail. Als ADV? Als ADV, ja. Und die haben das beantwortet? Ja, nein, wir haben sie ja nicht locker lassen. und die ADV ist immerhin vielleicht vielfach nicht so bekannt, aber in der Alt-EDV eine Kategorie gewesen. Ne? Solange es die IBM auch noch eine große Firma ist, noch immer groß, aber es ist entsetzlich. Manche Junge wissen nicht, was die IBM ist. Ne? Also, ja, kommt vor. Ja, also es ist fürchterlich. Aber bitte, für mich ist das natürlich eine andere Perspektive. Dann haben wir die Information zu den Vorversionen. Da gibt es die USB-U3-Dokumentation und dann verschiedene Dokus dazu, wie Lies mich und so weiter, je nach Version. 3.4, also 3 war CD-ROM, war damals erst schon. Und dann gibt es unter 5.1 die Versionsgeschichte. Und jetzt wäre ich narrisch, weil da ist etwas passiert, was ich nicht beachte, muss mich entschuldigen. Das sind einige Seiten. Und manchmal bei der Erzeugung von PDFs hört das Programm auf nach der ersten Seite. Und da habe ich nicht geschaut. Das geht nicht weiter. Das, warum dürfen Sie mich jetzt nicht fragen? Tut leid. Ja, das ist der jüngste Teil. Ja. Also, ich bin entsetzt. Okay. Und dann hat man für wichtige, also für Office 2.3 damals war aktuell, ist eine Dokumentation da und dann Rezepte für den Einsatz der Software und da gibt es ein Softwareverzeichnis, was da damals drauf war, das ist nicht mehr, das sind die zwei Seiten. Und die Versionsgeschichte, jetzt haben wir es, also das andere war Gott sei Dank nicht das Einzige. Und da sieht man also doch, dass sich seit der CD-ROM 02
halt einiges getan hat. Nicht? Und da ist immer beschrieben, was gegen der Vorversion geändert wurde. Das ist ja schon eine Kunst, das Ganze zu verwalten. Nicht, also, ja. Das ist mir vor wie ein Flock-Zirkus. Das ist also... Das ist halt das, was passiert ist. Nicht? Ja, in den Jahren von 8 bis 12. In welchem Ordner ist das zu finden? Also Vorversionen. Information zu den Vorversionen. Und zwar unter Dokumentation Information zu den Vorversionen. Und dann gibt es die installationsfreien Programme. Und zu diesen Programmen gibt es da immer irgendeine Dokumentation, die ich zusammentragen habe. Ne? Also zum Beispiel Emisoft. Und da gibt es dann eine PDF-Datei. Und so wird das beschrieben. Je nachdem, vom Hersteller direkt, von der Homepage, aus einer Download-Beschreibung, je nachdem, was verfügbar war. Manchmal ist es so, dass die Programme in sich eine ganz gute Dokumentation im Verzeichnis haben. Wenn ich das gefunden habe, ist meistens ein Textfile, dann habe ich das auch reingestellt, damit man es leichter findet. Weil nicht jeder ruft jedes Programm auf und schaut. Ja, also, neuer Ordner ist ein Fehler. Ja, Fotorec. Also, das zum Reparieren, sagen wir, von USB-Sticks oder so, da runterholen. Ich habe auch schon Partitionen kaputte, dann mit dem Testdisk reparieren können. Also, das ist. Ja, und dann gibt es also Label. Das ist die DVD, wie sie jetzt existiert, und zwar mit dem Canon Label Print Programm Layout. Da muss man natürlich das Programm haben, was aber bei vielen Druckern halt eh mit, man kann es downloaden auch. Wenn man einen Drucker hat, der mit dem arbeiten kann, dann ist das unmittelbar und da kann ich also, das ist jetzt der momentane Stand. Kann man da ein Foto draufbringen? Ja, alles. Layout, da mache ich schon ganz. Hübsche. Ja, also gut. Und dann haben wir zu Linux Hinweise. Ja, wer also zu Linux da sich interessiert, Portable GIMP für Linux zum Beispiel. Und mein PC, das haben wir ja eh, das ist ja auf der Ebene. Es gibt also die Ebene des kompletten Systems auf einer Platte und die DVD. Und auf der DVD und in der Platte ist die Doku identisch, das Dokumentationsverzeichnis. Also die Dokumentation ist auch auf der DVD schon direkt lesbar, ohne Installation. Und auch natürlich auf dem Kärtchen, ohne dass man das irgendwo inkopiert, kann man die ganze Dokumentation lesen. Die ist natürlich dann im ZIP-File, was expandiert wird, auch enthalten und natürlich noch nah im Image. Und wenn man die DVD sich anschaut in einem virtuellen DVD-Laufwerk, kann man von dort natürlich auch lesen oder sich Programme holen. Ja, dann gibt es PC Magazin Suite Artikel und das war anlässlich des Erscheinens der Sammlung. Das haben die damals, einen mehrseitigen Artikel haben die damals herausgebracht. Und da kann man also über diese Sammlung Grundlegendes lesen. Ist also 5 Seiten immerhin. Ne? Das habe ich aus einer DVD, die beim Heft dabei ist. Ne? Damals da haben die immer, DVDs oder zu Anfangs CDs geliefert. Und da habe ich diesen File herausgeholt und zur Verfügung gestellt. Dann haben wir die PC-Magazin-Suite-Programmbeschreibungen, das ist wesentlich weniger. Das ist wegen des Menüsystems zum Beispiel. Aus dem heißen Download zur Information, manchmal sind verschiedene Darstellungen, mache ich mehr. Aber das muss man alles halt zusammentragen. Ne? Portable Software, Wikipedia ist ganz interessant. Da gibt es also 2 Versionen, nämlich Die damalige ist auch drauf und die jetzige. Da sieht man, wie die Dinge sich entwickeln.
Wikipedia hat doch eine relativ tiefgehende, dort habe ich auch den Link zu Linux und dann weitere Sammlung für OS 10 gefunden. So, wo sind wir jetzt wieder? Da sind wir zurückgegangen zu weit. Und weitere Sammlungen, also da gibt es Port-Apps, Programmsammlungen, da sieht man, sind schon mehr Programme beschrieben. Und im GIMP, da ist die GIMP-Dokumentation von 2.4 und da haben wir also unter Namen snapshot.de 2.4 haben wir das Handbuch, siehe 706 Seiten, ja. Und zwar in Deutsch. Ja. Und das ist vielleicht, um das GIMP kennenzulernen, ganz hilfreich. Es gibt auch ein Hilfesystem, aber manchmal ist es so lieber. Irfan, Fio und so weiter. Und dann natürlich TrueCrypt, beziehungsweise ja, TrueCrypt und VeraCrypt. Ich war erstaunt, also TrueCrypt wurde ja beschuldigt, nicht sicher zu sein. Die letzte Version war 7.1. Und ich habe aber auf der Maschine in allen drei Betriebssystemen die einerseits native TrueCrypt und beim Windows die Portable ausprobiert und habe dann Container auf externer Platte zunächst einmal vorformatiert, 60 GB, habe das vollgestopft mit Daten und bin zwischen den Betriebssystemen damit hausieren gegangen, konnte es überall lesen. Das ist durchaus beruhigend. Ne? Und nachdem es eine installationsfreie Version gibt, wenn man zu einem Windows-System kommt, kann man von dort das TrueCrypt starten und die mitgebrachte Platte auch lesen. Also den geheimen Teil. Die Platten habe ich auch mit. Bitte. TrueCrypt habe ich früher mal ausprobiert, habe es dann aber bleiben lassen, weil ich da selber Adminrechte gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist. Da hat man nämlich, wenn ich auf dem PC keine Adminrechte gehabt habe, hat man das verweigert. Tut mir leid, habe ich bei mir nicht bemerkt. Aber so viele Maschinen habe ich wieder nicht. Es gibt zwar historische Entwicklung, aber... Ja, wenn ich zum Fremd-PC gegangen bin mit dem USB-Stick, habe ich nicht mehr entschlüsseln können. Ach so, dann habe ich nicht das Problem. Bis jetzt, also. Ja, wie üblich. Kann ich nichts dazu sagen. Aber es ist enttäuschend bei VeraCrypt, das habe ich mir jetzt geholt, auch aufgrund dessen, dass das zwar dieselbe Oberfläche hat, aber überhaupt nicht kompatibel ist. Das heißt, er kann einen TrueCrypt-Container nicht aufmachen, aber wenn man das richtige Passwort eingibt und wenn alles identisch ausschaut. Das VeraCrypt wird ja auch bezeichnet als weitere Entwicklung, wo angeblich Fehler entfernt wurden. Und es tut so von der Oberfläche, als wäre es TrueCrypt. Und dann versucht man, TrueCrypt-Container damit zu öffnen, das geht nicht. Das war Enttäuschung pur. Und weitere Sammlungen, da gibt es also ja. 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 Ja, weil ich es nicht drauf habe, ne? Da fehlt die Dateiverknüpfung und das Programm. Ja, das habe ich eben nicht überall gemacht, schon gar nicht da. So, wäre ja gelacht, wenn wir das auf der Maschine nicht so anbringen. So. Na bitte. Schon da. Na bitte schon. Und so geht es halt dahin. Da habe ich also kopiert. Mitunter ist es so, dass die Druckausgabe als PDF von einer Anzeige am Browser nur die erste Seite bringt. Und der Rest ist Schweigen. Dann muss ich hergehen, das Ganze, den Text markieren und in einer Dokument, in ein Word-Dokument rüber kopieren. Das ist die Methode. Also es ist schlimm, was sich die Leute erlauben. So, jetzt gehen wir wieder da ein bisschen zurück. Ich glaube, jetzt haben wir also ziemlich viel schon gesehen von der Struktur. Jetzt waren wir im Baum Dokumentation.
Ja. Und jetzt sind wir zurück und das ist der Baum der Programme. Und da kann ich jetzt zeigen, wo die Programme wirklich sind. Und zwar, da hat man jedes Programm oder eigenen Inhalt, das ist gerade schlecht. Was habe ich da gemacht? No? Ja, habe ich zu viel geklickt. Da sieht man auch die beiden Versionen 32 und 64 Bit. Konfigurationseinstellungen macht er sich dann. Da sehen Sie auch, an welchem Tag das passiert ist, der Test. Na, komm. Und ja, Bern Isorhythmi habe ich reingegeben, um zu erklären. Na komm. Na komm. Ja, das ist ja die Meldung, die man kriegt. Jedenfalls, es war kein Virus zu finden mit anderen Mitteln als bei dem IBM-System. Und da hat es einmal eine Sammlung Brenn- und Kopierpakete gegeben im PC-Magazin und da habe ich einiges daraus ursprünglich entnommen. Ganz kurze Frage, und wie lange werden wir aus jetziger Sicht noch brauchen ungefähr? Wie lange werden wir aus jetziger Sicht noch brauchen ungefähr von der Zeit? Naja, ich meine, üblicherweise ist maximal bis 9. Ne? Also ich versuche das zu erreichen. So, dann haben wir PC-Magazin Suite und da sind die Programme in der Apps und das sind die vielen und das sind in Wirklichkeit noch mehr, weil das sind sozusagen nicht erkennbare Hüllverzeichnisse für weitere Unterverzeichnisse. Und zwar, wo ist das? Bei Extra, wenn man da reingeht, hat man wieder einen Haufen Programme. Und das sind eben die Programme, da habe ich gesucht, bis ich das gefunden habe. Das ist nicht evident. Und es gibt es auch am Anfang, das Problem. Hoppala. Noch einmal, wo sind wir jetzt? Aha, zu weit. Na komm. No. Was ist da los? Habe ich jetzt gerade. Ja, Nirsoft ist sowas. Das ist eine Teilsammlung. Und da sieht man wieder, dass es eine ganze Menge ist. Ne? Und dann gibt es noch Spiele. Das ist auch eine kleine Sammlung, ich glaube von 8 Stück. Aber ich habe gar keine Zeit zum Spielen, muss ich leider sagen. Also das ist halt nicht meins. Ne? Möge man mir verzeihen. Sonst wäre noch mehr dabei, oder? Und da habe ich jetzt also die Versionen auch dazu geschrieben, damit wenn ich bei Ihnen, wo eine Version auftaucht, dass Sie wissen, welche man schon hat. Braucht man nicht nachschauen. Eine Frage hätte ich zur Lizenz, unter der man das benutzen darf. Sind die alle lizenzfrei nutzbar? Ja, zumindest für Privatpersonen. Aha. Und hat sich irgendwo ein Programm auch schon gezeigt, dass dann zum Beispiel mit Informationen, weil es eben gratis zur Verfügung steht, mit Informationen nach Hause plaudern geht? Na ja, gut, das habe ich nicht in dem Sinn überprüft. Also ich habe nicht daneben ein Netzwerkbeobachtungsprogramm rennen, um festzustellen, was er da macht. Ne? Also wies man nichts. Okay. Ja, das habe ich nicht erforscht. Ja. Aber das kann natürlich sein, aber ja, ich weiß nicht, ob das bei den Portablen gerade so attraktiv ist. Für die Firmen nämlich. Eine Frage zum Firefox. Ja? Die installierte Version checkt ja immer, ob es neue Updates gibt. Der auch. Oh. Ja. Aber das heißt, muss ich mir dann wirklich das neue Portable-Programm... Nein, das wird in sich updated. Ah. Laufendes Programm, schlagt er einem vor, das kann man übergehen oder man kann sagen, ja, ich mache den Update. Dann sagt er also, alle anderen Instanzen schließen. Man kann ja Firefox Gott sei Dank mehrere Instanzen starten. Das finde ich sehr praktisch, weil da kann man die Bearbeitungsströme von Internetsachen getrennt halten und hat das Programm mehrfach, eben mit verschiedenen Tabs oben. Ne? Und
dann muss man reduzieren natürlich und dann macht er den Update und sagt, jetzt startet er neu und dann überprüfe ich, dann ist die Versionsnummer die neue. Das mache ich nicht jedes Mal mit, bei den nur Null-Nummern mache ich es nicht mit, aber wenn dann Punkt 01 hinten steht oder sowas, dann überlege ich, ob ich es machen soll. Und wenn es zu alt ist, dann haut einem ein bisschen auf die Finger, aber auch die älteste 3.16 fährt einmal hoch und dann sagt man, du, das ist aber nicht aktuell. Ne? Ja. Aber sie bleibt portable. Ja, es ist nicht bei allen so. Beim VLC darf man nicht reinfallen. Wenn man da sagt Update, dann erwischt man den Download für die installierbare Version. Das habe ich auch wo dokumentiert. Er ist aber nicht zerstört, er lädt nur die andere Version. Naja, er installiert dann sozusagen. Nicht? Ja, aber die Portable bleibt betriebsfähig. Ja. Das ist mir nämlich passiert, das quasi. Ja, ja. Ja, richtig, einmal fix installiert und einmal Portable. Gut, was gibt es noch zu sagen? Ja, und Portabs Root, das ist die alte Fassung. Da sieht man übrigens so eine License. Ja, das ist meistens so. Also, generell, das ist ganz einfach. Also, das ist heute halt in den verschiedenen Programmen. So. Und dann das S-Verzeichnis. Da gibt es ein Daemon Tools für das Erzeugen von virtuellen DVD-Laufwerken. Dann gibt es Hilfsfunktionen. Das habe ich einmal gemacht, Tier 1, mit Tier lokal zusammen. Da ist der Zweck ist dokumentiert. Der Witz ist, dass man mit dem DOS-Befehl Tier, mit den Slash-Parametern, auch die versteckten Dateien kriegt, mit anderen nicht. Und deswegen verwende ich es noch immer. Dieser DOS-Befehl ist natürlich die Auswertung ein bisschen mühsam, aber bringt einem ein Verzeichnis auch der versteckten Dateien auf einer Platte und man kann ein komplettes Bild kriegen. Und deswegen ist das kopiere ich mir immer ins Root-Verzeichnis, ändere in der Prozedur den Namen der Zieldatei passend, zum Partition-Namen passend und dann drücke ich drauf und dann rennt es einige Zeit. Also ich habe ja Platten mit hunderttausenden Dateien drauf, vom Videoschnitt plus Sammlungen, diverse Sachen und dann dauert es halt eine Zeit. Und das funktioniert aber immer. Tierlister ist mir sehr sympathisch, bei dem passiert es aber ab einem gewissen Umfang der Platte, dass die HTML-Darstellung und die CSV-Darstellung für Tabellen abbricht und nicht alles drauf hat und zwar warnungslos. Und nur die Textverarbeitungsvariante bringt wirklich alles. Da muss ich im Zweifelsfall die Textverarbeitungsvariante machen und dann bei den anderen schauen, ob am Schluss dieselben Dateien sind. Ne? Also das, dann haben wir Partition, also Part 8, das sind diverse Linux Live CDs, Images davon, die ich schon verwendet habe und die hilfreich waren in manchen Situationen. Da ist mir sogar gelungen, an Firefox dann von der CD unter dem Linux, Knoppix, unter dem Pathet Linux konnte ich also sogar aufs Netz gehen dann im Zweifelsfall. Also das kann mitunter hilfreich sein, wenn man es braucht. Darum wollte ich das nicht verheimlichen. Primo PDF ist also eine Art Treiber, um PDF-Ausgaben zu erzeugen aus Druckausgaben. Also statt dieses Druckers wird er dann angesteuert. Das ist eigentlich ein Druckertreiber, so wie das ein Treiber ist für DVD-Laufwerke und Virtual Clone Drive ist auch ein Treiber für DVD-Laufwerke. Und das ist natürlich zu installieren. Da ändert man sehr wohl. Das ist die Landschaft dann. Und WinCon war früher mal ein wichtiges Werkzeug für mich. Ich habe es noch immer drauf getan aus der Windows 98 SE-Welt noch. Ja. Und ein bisschen später ist auch noch gegangen. Da kann man also
unter der Kontrolle von dem WinCon kann man installieren und kriegt dann ein Protokoll, und wenn man sich auf das bezieht, kann man später die Abweichung feststellen. Man kann also ein Vorherbild und eine Differenz, was hat man der Maschine angetan durch die Installation. Da wird der Ist-Zustand wird notiert und dann wird verglichen nachher mit einem neuen Ist-Zustand. Und das Differenzfeld, da habe ich erforscht auf die Art, wie schlimm das ist, wenn man ein qualifiziertes Brennprogramm installiert und deinstalliert und was dann noch da ist. Geht aber mit neueren Systemen wahrscheinlich nicht mehr, oder? Nein, es gibt Nachfolgeprodukte. Das ist eine Anregung. Also das ist professionalisiert worden. Kann man kaufen, meines Wissens. Ja. Also Snapshot-Programme gibt es ja zum Kaufen. Ja. Gut, das sind die Verzeichnisse. Das Starten haben wir besprochen. Und jetzt haben wir noch nicht das Magazin-Suite-Menü gesehen. Jetzt ist da. Aha. Und da sehen Sie also, da gibt es Gruppen von Programmen. Und das ist einmal, ein wesentlicher Unterschied zur ursprünglichen Portable-Apps-Version. Wenn ich aber das hier starte, da Motschka da was, also lass mein, interessiert mich nicht. Und hoppala, ein Knopf zu viel. Da muss er ja was sein, ne? Ja. Warum geht er weg? Bleibt so. Wenn er es auch so eigentlich nicht gut. Bitte. So, und jetzt kann ich da unten sagen, alle portablen Anwendungen. Und voilà, jetzt, das ist die neue Version, jetzt macht er eine Gruppenbildung. Natürlich eine andere wie der Kollege, ne? Das ist klar. Aber da kann man eben dann auch zum Beispiel Office, da ist das LibreOffice drin auch. Und da kann man grundsätzlich auch nacheditieren, ist aber unglaublich mühsam. Also bei dem geht es besser als beim anderen Menüsystem. Das hat dieses andere Symbol hier. Und bei dem System, da kann man auch Suite machen, und kann dann editieren, die Gruppen und die einzelnen Programme, und auch umtaufen. Und beim, ist das, welches ist das? Ja, das ist das Richtige. Da kann ich hergehen und sagen, recht, na? Warum auch zurück? So ist es. Und da rechte Maustaste und dann kann man eingreifen. Dann kann man auch da editieren. Aber das ist unglaublich mühsam. Nur bei der A-Suite ist es noch mühsamer. Und da muss man herumtun, bis man endlich einen Namen geändert hat oder so. Darum ist mir das persönlich weniger sympathisch. Da gehe ich lieber direkt auf die A-Bloß im Verzeichnis und starte mir das Programm, bevor ich mich ärgere mit dem Menü. Aber immerhin, es gibt es. Ja. So, was fällt uns noch in der Weisheit da? Ja, da haben wir einiges. Ich kann nicht das alles eins zu eins jetzt wiederholen, weil wir ein bisschen andere Richtung geplaudert haben, sonst reicht die Zeit nicht. Schauen wir mal, dass wir ein bisschen weiter kommen. Na komm schon. So. Aha, jetzt sind wir sinnigerweise beim Anfang gelandet. Ja. Da sind wir schon. Ja, und man, also da habe ich gesagt, ich könnte jetzt hergehen und diese Programme anwählen. Dafür sind wir jetzt tiefer in die eigentlichen Strukturen gegangen. Und da gibt es also die Beschreibung, bei Portable Apps gibt es eben verschiedene Versionen. Und wenn er die ältere hat, dann schreit er immer, ob er nicht auf die neue updaten soll und so. Das muss man ihm dann abgewöhnen. Und Magnifier Glass haben wir schon gesehen. Notepad++ machen wir vielleicht noch, wenn es wen interessiert. Das schätze ich sehr, weil es riesengroße Textdateien blitzartig lädt. Also viele kennen es offenbar. Also das Not. Außerdem kann man. Er lädt es nicht wirklich, sondern er lädt nach. Ja. Deswegen ist er so schnell. Und er ist blitzartig. Wobei also der Systemeditor überhaupt krepiert. Bei meinen Verzeichnisgrößen, die sich bei manchen Platten ergeben,
sind das hunderttausende Zeilen, das ist nicht zu machen, nicht zum Erwarten und dann stürzt er ab. Also darum brauche ich das dringend. Außerdem kann man damit natürlich auch in Objektcode reinschauen, in Excel-Files. Da habe ich ein lustiges Erlebnis gehabt. Ich habe so eine Auseinandersetzung gehabt, eine gerichtliche, und da wollte mir der vis-à-vis nicht verraten, mit welcher Kanzlei er arbeitet. Und hat mir aber ein Word-Dokument geschickt, was sie so wollen. Und dann habe ich hinten reingeschaut und da ist drin der Name von dem zufällig mir bekannten Doktor sowieso gestanden, weil das ein Windows-Original-Ding war und weil die das nicht putzt haben. Ne? Das ist natürlich mit dem Notepad Plus kein Problem. Oder sie finden in manchen Programmen hinten die Compiler-Version, mit der das gemacht worden ist und ähnliches. Das kann mitunter interessant sein. Also darum habe ich Notepad Plus eigentlich sehr gern. Und auch Suchen ist fantastisch und man kann mehrere Dateien hinstellen und sagen, über die soll er suchen. Also Stringsuche, das ist extrem wertvoll. Zwei Dateien vergleichen und so. Ja. Sumatra ist die Geschichte mit dem PDF. Da habe ich beide Versionen hineingegeben. Das ist ein nackter, aber schneller PDF-Anzeiger. Man kann lange nicht alles, was Adobe kann, ja. Aber das ist bei mir immer relativ langsam gewesen, hat mich geärgert. Und darum habe ich für die schnelle PDF-Anzeige bevorzugt das Sumatra genommen. Schauen wir, was wir noch haben. Ja, in der Suite, da habe ich schon besprochen, die Wartung ist also eher mühsam. Und diese Unterverzeichnisse habe ich alles schon aufgezeigt, von Nearsoft Extra Games habe ich nicht gezeigt. Der Directory Lister, File Copy und Image Peer sind Vorgriff. Und dann gibt es also eine Programmliste. Jetzt muss ich nachschauen wieder. Programmliste. Na komm schon. So. Das muss eigentlich in der Dokumentation sein. Ne? Programmliste als XLS und als PDF. Und da, das ist die Liste, wie ich die gemacht habe. Holla, wo ist er? Na? Na, wohin ist er mal verschwunden? Nach hinten. Machen wir es noch einmal. So. Und das ist also von dem Excel-File natürlich die Abbildung. Und da haben wir mit den Einsern habe ich markiert, welche Programme ich wirklich öfter oder zumindest fallweise verwende. Und die Überschneidungen. Dasselbe Programm gibt es dann in verschiedenen Sammlungen, das heißt, das ist doppelt. Das sieht man eben auch dann sehr gut in der Darstellung, wie sie auf dem Dokument, was sie bekommen haben, zu sehen ist, die Liste. Und man könnte sich also im XLS, könnte man sie notieren, besondere Hinweise, darum habe ich es als Excel-File mitgeliefert. Das ist dieselbe Liste, das habe ich zusammengestellt, eben aus Directory-Lister-Anzeige habe ich die Namenslisten übernommen und bereitgestellt, damit man sich selber Notizen machen kann. So. Und wir waren bei 19. Nix. Gehen wir weiter. Na komm. Also Directory Lister zeigt ja auch versteckte Dateien. Meines Wissens nicht. Nein, glaube ich nicht. Na komm. Der Primo PDF. Ja, das sind die schon besprochenen Hilfsfunktionen. Dann haben wir, ja, da wird es vielleicht wieder ganz interessant. Weitere Sammlungen. Da gibt es also von PC-Welt auch so eine Suite. Und da sind also diesmal ohne Menüsystem und Pipapo die Möglichkeit, also mit einem Artikel. Das ist ein Artikel und eben dann die Sammlung
zugänglich. Das ist die Webseite halt, wo das zu finden ist. Und dann gibt es also eine Toolsammlung, das sind die Tools jetzt, und da kann man die Auswahl machen. Das ist aber jetzt nicht planmäßig. Was soll das? Das haben wir falsch abgehoben. Falsch, ja. Bei Werbung geht man leicht verloren. Ja, die PC-Welt hat das sehr wertvoll. Wie man gesehen hat, aber ganz verstehe ich es nicht. Es muss sich ja auch nicht. Schauen wir uns die letzten drei Seiten an. Und das ist also in der Anwendung nur ein bisschen mühsam. Das will ich aber nicht. Gut. Na komm schon. Bildlauf. Und wenn ich da hergehe, ist er wieder zu schnell. Ne? Gut, jetzt habe ich ihn. Und da ist es so, da kann man sich durchblättern. Er hat da unten ganz eine nette Kurzbeschreibung. Das ist von diesem Nearsoft auch. Teilweise vorhanden, teilweise nicht. Und ich habe das durchgeblättert, da sind einige Dinge noch mehr dabei, als jetzt in den Sammlungen aufscheinen. Vor allem mit so systeminterner Anzeigen und so. Also ich bastel ja am Betriebssystem nichts herum freiwillig. Deshalb braucht daher diese Werkzeuge nicht unbedingt. Ich weiß aber, dass es da welche gibt. Und dann haben wir Pendrive. Ist eine ganz großartige Geschichte. Gibt es zum Teil was in Deutsch und zum Teil in Englisch. Und da sieht man links die Sections, was die für eine unterschiedliche Anzahl von Kategorien haben. Nicht? Weil da sind Portable Internet Tools, Internet Security Browsers. Weil man sieht, man kann das beliebig fein gruppieren und tausende Tools auf die Art darstellen. Bei der Linux-Seite sind es angeblich 1600. Also, Widerschein. Also, nehmen wir irgendein Beispiel, Audio-Video-Software, dann kommt die Teilmenge und dann kann man das da runter. Und so weiter. X-Media-Recorder habe ich praktisch im Einsatz, das ist ganz nützlich. Also bitte. Und Pendrive Apps.com, das ist ein anderer Zugang. Aber im Prinzip dasselbe. Nur eben ein bisschen anderer Zugang, der mir sympathisch war. Dann gibt es eine Sammlung Portable Tools, USB-Tools, die ich noch nicht gekannt habe vorher. Und da kann man wieder in der Bibliothek. Na? Ja, doch, da. Geht er nicht? Hatte ich doch schon. Schauen wir mal da. Da ist eine Top-Liste. Die meistverkauften sozusagen. Also so geht es dahin und da kann man sich das auch auswählen, das sind nur die Hitliste von denen. Also das habe ich nicht implantiert, sondern da gebe ich die Links bekannt in der Dokumentation in beiden Formen, nämlich textlich. Das war diese Seite, wir nähern uns schon rasant dem Ende, da haben wir Linux. Na, im Prinzip, da wird also so
Aber mal. Hoppala. Achso, ja, da gibt es ein App-Image-Kit und wie man es selber sozusagen machen kann. Ja, das wollte ich nicht unbedingt. So viel Zeit haben wir nicht. Ja. Geht sich eh gerade aus. Ja. So aus dem Mollert aus. Gut. Und für Mac gibt es also ganze 5 in dem Fall. Oder? Mac-Kategorie. Da sind also mehr da. Aber wenn man dann da reingeht, sind sie relativ bescheiden. Was ich schon mal bald, das ist ein kurzes. Ja. Also, okay. Es gibt zumindest den Firefox gibt es, ne? Ja. Womit also eigentlich schon die letzte Seite da ist. Ja, es gibt also käuflich fertige Sammlungen auf Stick. Und das wollte ich auch bei der Gelegenheit eben bekannt geben. Das habe ich auch entdeckt aufgrund der Recherchen. Da gibt es echt ein Angebot, wo also schon sehr viel drauf sein muss. Und kann man personalisieren und so weiter. Hat auch, das ist noch der harmlosere Preis. Und dann gibt es das etwas aufwendigere. Na komm. Na komm. Das Touchpad ist auch. Das Touchpad ist auch. Ich habe geglaubt, das geht ohne Maus, ich habe eine mit, aber. Das Maus ist immer besser. Ja, ich weiß. So. Kann doch nicht ersetzt werden. Eventuell Steuerung. Nur durch eine Maus. Nein, du bist. Jetzt mag er nicht mehr. Tut leid. Tut leid. Ist. Na, Seite rauf, Seite rauf. Und den anderen ist auch gestellt. Das ist ein anderes. Was haben wir da? Das ist die Suite. Nein. Da warst du schon rein. Richtig. Ja. Okay. Leider. Das habe ich jetzt nicht mehr, weil er mich nicht mag. Ja. Na komm, möchte ich wegbringen. So, das war jetzt eigentlich die Schlussfolie. Ich hoffe, dass es für Sie was Nützliches dabei gibt. Und vielleicht kann man aufgrund dessen eigene Wege gehen und die Programme eben auch sich selber zusammenstellen, ob mit oder ohne Menüsystem. Danke für die Aufmerksamkeit.